diese tollen Magazine eigentlich kaufen? In jedem Erotikladen. Du, die will ich haben. Wiegsvorlagen? Sie ist jetzt auch in Diskotheken. Du meinst sie persönlich? Na klar. Und was macht sie da? Naja, sie... Musikvideos. Ja, allerdings jugendfrei, aber in ihren Magazinen wird gefickt. Und du hast sie tatsächlich... Foxy Lady. A woman in red. The picture is odd when she catches a thing. Look on her belly. The lady is hot and she enters the room. Von Theresa sind absolute Weltklasse. Es dauert nur Sekunden und schon macht sich der Kleine bemerkbar. Every night you call me for.
ist sie nicht geworden. Mit 28 drehte sie ihren ersten Pornofilm. Seit 13 Jahren ist sie die Chefin ihrer Firma VTO und gehört zu den führenden Pornoproduzenten der Welt. Also während des Drehs kommt die Chefin ja eigentlich selten runter, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir mitten in der Arbeit sind, dann doch die Leute aus dem Konzept gebracht werden. Natürlich lässt sie sich hier unten sehen, um die Darsteller zu begrüßen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber das ist auf ein Minimum reduziert und nur in lockeren Momenten, sage ich mal, der Fall. Wenn es richtig heftig zur Sache geht, brauchen die Darsteller natürlich ihre Konzentration. Und das kann schon mal passieren, dass so eine Berühmtheit dann da ein bisschen für... Naja, wir wissen noch nicht. Also, es sind hier überhaupt keine Menschen da, die sind nur alleine. Ganz heiß. Okay. Sag mal, ich möchte gerne, dass, wenn irgendwann du sie so ganz gut fühlst, dass du Baki so richtig, dann dass er babet so richtig, dass du sich vielleicht vergisst. Guckst du? Und ich muss leider gleich noch nach Kassel weiterfahren. Besser konnte vielleicht. Da gibt es einen Moment, wo man sagt, ja, warum auch nicht oder vielleicht doch. Aber... Jenny, bitte. Ja, Theresa, soll der Bewerber jetzt kommen? Ja, lass ihn bitte rein. Er soll kommen. Herein. Kommen Sie näher und setzen Sie sich. Nehmen Sie doch Platz. Bitte. Darf ich? Danke. Nicht so schüchtern. Sie möchten sich auf die Anzeige bewerben? Naja, ich dachte doch, dass Ihnen Ihre Sekretärin schon gesagt hat, dass ich... Wo liegt das Problem? Ich weiß nicht, es ist bestimmt nicht einfach für diese Arbeit, Mädchen aufzutreiben. Sie sehen gut aus, Mann. Wieso Probleme? Natürlich gibt es ja eine ganze Menge Mädchen. Ich habe gleich gesehen, Sie sind dafür geeignet. Selbstverständlich kriegen Sie eine Gelegenheit, sich vorher einzuarbeiten. Dann wird es wohl nicht so schwer sehen sein. Sie? Ich glaube, Sie sollten die Stelle bekommen. Tatsächlich? Warum nicht? Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie werden es schon schaffen. Außerdem kann ich mir vorstellen... Ich muss es ausprobieren. Ja, das finde ich auch. Das ist sehr wichtig. Kennen Sie meine Magazine? Oder etwa nicht? Leider nicht. Sind Sie das auf dem Foto? Ja, ich heiße Theresa. Und du? Claude. Fein. Aber ich... Ich muss dich jetzt testen. Ja?